Und wir schaffen es durch die Messe. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier. Und weniger aufregend und vor allen Dingen weniger schön, heute bei der FDP zu sein. Denn das, was wir in den letzten Tagen erleben, aber was wir nicht nur in den letzten Tagen erleben, sondern eigentlich seitdem diese Regierung im Amt ist, ist, dass die FDP die Partei ist, die blockiert, die bremst, die verhindert, dass Klimaschutz endlich vorangeht. Und die sich dann auch noch so darstellt, als wäre das Ganze gar nicht so. Aber eine Sache, die ich an diesem Ausschnitt das Allerschlimmste fand, waren die Grünen. Reicht es einen neuen Höhepunkt? Und wer es bis jetzt nicht kapiert hat, dem wird klar, in dieser Regierung sitzen mindestens zwei Parteien, denen das Klima komplett am Arsch vorbeigeht. Und eine dritte Partei, die so tut, als wäre das alles in Ordnung. Zu Olaf Scholz, zu dem verloren gegangenen Klimakanzler, der längst nicht mehr ist.